Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part Age of Mythology Mission Nummer 22. Wir sind jetzt im Norden. Die Helden haben Gargarenzes in den geheimnisvollen und eisigen Nordlanden fast eingeholt, als der Zyklop ihnen eine Falle stellt. Zumindest hat Gargarenzes seinen Weg klar gemacht. Dies ist der Pass, den wir suchen. Dahinter liegt Midgard. Ich hoffe, dass es in Midgard wärmer ist. Der Norden ist voll von wirren Dingen und Texten und schmerzenden Augen. Und Tod ist all die Unschuld des Zorns und der Überraschung. Die Lawine hat unsere Männer zerstreut. Unsere erste Aufgabe ist es, unsere Truppen wieder zu vereinen. Wir werden jede Hilfe brauchen, die wir aufbringen können, um diesen Pass Leben zu überqueren. Dieser Pass ist voll von Wölfen. Wir müssen vorsichtig sein. Sie kommen meist nachts heraus. Okay, wir haben laute Krüppchen, um die wir uns kümmern müssen. Aber genauso gibt es denn hier auch sehr viel Karte, die man abscouten kann. Wir bringen mal kleinere Gruppen zusammen. Da ist ein Wolf. Wie stark sind die? Okay, die sind erstaunlich stark. Also mit Heldeneinheiten geht's und ich glaube, jede Gruppe hat eine Heldeneinheit dabei. Vielleicht sollte das noch machbar sein. Was haben wir da gefunden? Okay, da gibt's unser potenzielles Dorfzentrum. Zumindest da einige Truppen. Der Trupp darf sich mal nicht zu weit entfernen. Da haben wir den nächsten. Das nächste Wolfsproblem, aber das geht, wenn wir da Helden mit dabei haben. Da ist auch der nächste Wolf, dann können wir den auch direkt angreifen. Auf jeden Fall da auch einige Helden. Okay, gibt es die nächste Basisstation, die wir uns aufbauen können? Ist nochmal einer. Das ist am Anrad so kalt, das wundert mich nicht. Wenn die aus Ägypten kommt, da gibt es eine Reliquie, die wir aufsammeln können. Dann so langsam finden wir da die Truppen zusammen. Was macht der Trupp da oben noch? Der hat auch eine Base gefunden. Also wir haben richtig viele Heldeneinheiten tatsächlich. Unfassbar viele sogar. Und überall gibt es hier quasi potenzielle Basen. Ist die Frage, wo wir da ansetzen. Wo sind meine Dorfbauern am meisten? Da sind nicht mehr dabei. Stimmt, hier läuft ja das mit den Gebäudebauern anders. Das ging ja in der kam in der Einleitung schon, dass die Dorfbewohner gar nicht so viel bauen bei den Nordmännern. Ich würde mal sagen, wir sammeln uns einfach mal hier. Genau, ihr könnt die Häuser bauen. Ihr könnt nämlich ein Zentrum errichten. Genau, das ist dann einfach ein Sammler. Dann haben wir Ajax mit dabei, dann haben wir hier schon mal eine fröhliche Truppe. Dann bringen wir den Trupp da noch mit dazu. Dass wir dann auch mal Economy von Militär getrennt haben. Bevölkerungskapazität fehlt uns da auch. So, wir haben eine Zwergenmine. Okay, wir können eine neue Goldmine erschaffen. Das ist ja spannend. Okay, und da haben wir auch schon eine feindliche Basis gefunden. In der Mitte tatsächlich. Jetzt eher am Rand erwartet, aber gut. Darf mir da mal außen rum. Ihr könnt da, glaube ich, alle mithelfen. Alle. Sortieren wir das mal schön durch. Und da haben wir noch ein paar Zwerge. Die Zwerge können Häuser theoretisch bauen. Brauchen wir eigentlich auch schon, weil wir brauchen noch Bevölkerungskapazität. Genau, die Ochsenkran haben wir auch mit dabei. Ah, die können die Tierhaltung schneller gemästet. Es gibt hier nämlich einige Hirsche. Dann haben wir das Ding fertig. Mehr Sammler, die da noch ankommen. Habe ich meine Zwerge gerade hinter verlagert? Ein bisschen Verwirrung ist noch da. Tempel wie dieser hier sind die Quelle der Bestien auf diesem Pass. Wir müssen sie alle zerstören. Okay, was? Wo ist ein Tempel? Das ist kein Tempel. Da, okay. Das ist ein Tempel, wo ein Frostriese herumsteht. Gut zu wissen.
So, das heißt, wir haben dann drei Optionen. Zwerge, Goldabbau, schlechtem Sammeln von Nahrung und Holz. Dann haben wir die Berserker. Und dann haben wir noch die Sammler. Das heißt, die Sammler, die ich hier eigentlich auf dem habe, die sammeln da schlecht und müssen die eigentlich auf die Nahrung schicken. Da gibt es nochmal eine Heldeneinheit. Wo sind meine Zwerge hin? Ich hätte doch welche, Ach, die stehen dahinter. Die stehen hinter dem Haus, gut. Machen wir erstmal ein paar Zwerge, dass wir mehr Gold sammeln können. Ja, eine riesige, richtig massive Heldentruppe. Ajax noch mit dazu. Okay. Bisschen die Übersicht noch gewinnen und dann wird das schon. Ich glaube, hier ist dann auch eine Reliquie. Hier ist auch einer dieser Tempel. Dann könnte ich das schon mal umkloppen. Das ist, glaube ich, kein verkehrter Start. So, was könnt ihr noch alles bauen? Und was brauchen wir dafür? Wir brauchen mehr Holz, wir brauchen mehr Gold. Stimmt, wir sammeln noch gar kein Holz. Dafür brauchen wir Sammler. Das heißt, wenn wir mit den Zwergen fertig sind, switchen wir darüber. Was sind das für Bestien? Ein Herr, ja. Die Seele der größten Krieger. Wir sind dem Untergang geweiht. Okay. Er ist ein bisschen arg dramatisch, oder? Wir müssen aber trotzdem durch, das heißt, er muss so oder so geschlagen werden. So, dann mal ein Satz Dorfbewohner darüber. Nervt ein bisschen, dass der einfach nur da hinten steht und sonst nichts tut. Und wir gerade ewig brauchen, um die Steinmauer einzureißen. Damit ich mal rauslocken. Dankeschön. Er lässt sich nicht gut rauslocken. Sharon, das ist dann dein Job, den auch noch wegzusnipen. Ah, und da kommt dann noch mal einer nach. Okay, wir brauchen mehr Wumms, um da durchzukommen, wie es aussieht. Das heißt, wir geben uns erstmal noch die nähere Umgebung. Wir können auch theoretisch weitere Dorfzentren errichten, soweit wir die Economy dafür haben. Okay, ihr könnt auch Häuser bauen. Ah, nee, wir können nur ein Dorfzentrum bauen, okay. Das heißt, das, was wir haben, bleibt uns erstmal so. Gut, dann ist das mein Scouting-Trupp. Es gibt hier noch ein paar Wölfe hier in deiner Gegend. Sag, meine Economy nicht angegriffen wird, ist das hier alles in Ordnung. Immer noch drei Untätige. Ah, da sind noch drei Sammler irgendwo gelandet. Ah, ne, das sind die mit der Nahrung jetzt fertig sind. Gut, Nahrung können wir ja relativ mobil weiterschicken, weil wir die Wägen dafür haben. Da ist dann der nächste Eingang. Das wird alles auch noch von der Palisade abgehalten. Brauchen wir auf jeden Fall mehr Feuerpower. Und was passiert? Ach, Amandra fightet da unten. Den haben wir da anscheinend verloren. Das ist schon nicht wieder irgendwie dumm rangesprungen und kam dann nicht mehr weg. Wie das Amandra halt so macht. Okay, da ist dann auch nochmal Palisade. Sammler werden mehr. Und dann nochmal ein paar Zwerge mit dazu. Ist dann schwierig, das richtig zu sortieren tatsächlich. Da haben wir jetzt Amandra mit dabei. Ist gut. Wie viele Häuser können wir maximal bauen? 8 Stück. Da können sie auf Kämpfen umswitchen. Und da dann zurück auf normal. Okay, also die können eben beides. Setzen wir uns auch mal einen Tempel. Das ist ein Problem, dass uns der angreift. Laufen einfach ein bisschen weg. Das sind schon tanky, ne? Aber wir sind auch noch gerade erstes Zeitalter. Also bei uns geht powertechnisch, glaube ich, auch noch deutlich mehr. So. Wir machen das mal fertig. Schnappen uns euch für weitere Nahrung hier. Nur mal fleißig in Bewegung bleiben.
So, unsere Zwerge arbeiten jetzt nämlich gerade hier mit. Okay, Teil der Zwerge können wir jetzt inzwischen leisten. Wir können mal eine Relikte mitnehmen. Und wir haben untätige Dorfbewohner. Genau, das ist die Idee, jetzt die Nahrung sammeln sollen. Map ist auch relativ weitläufig. Meine Startposition war gar nicht so schlecht, weil die doch gut weg ist vom Rest der Gegner. Könnte, glaube ich, schlimmer sein. Eine Folge ist natürlich, wenn wieder jemand als Angriff vorbeikommt. So, entweder heilende Quelle erschaffen, die Einheiten heilt, oder Waldbrand. Ansonsten Einheiten-technisch Valkyren oder Trolle. Momentan gefällt mir die Heilung besser. Heilung ist an sich immer was ganz Cooles. Okay, da führt auch nochmal ein Schleichweg entlang. Interessant. Es gibt auf jeden Fall einiges an Gold an der Karte. Heißt das der komplette Weg bis hierher? Kann das sein? Die Map ist wirklich sehr umfassend. Das ist ja ziemlich krass. Zwei macht Fortschritte, wenn das... Ja, aber da kommen wir dann zu diesem... zu dem Tempel in Rot. Währenddessen kriegen wir Gesellschaft. Aber das können wir normalerweise mit unseren Axtwaffen bekämpfen. Okay, jetzt haben wir ja noch ein bisschen besser für die defensiven Träume dabei. Kann man den Ochsenkahn reparieren? Nein, kann ich nicht. Okay. Ist eine Einheit, kann man nicht reparieren. Gut, dann können wir jetzt mal langsam um eine andere Upgrade-Situation und die eine oder andere Infrastruktursituation kümmern. Einmal ein Langhaus hier dazustellen. Gut, Häfen werden wir noch nicht brauchen. Ich habe mal ein bisschen noch kein Wasser gesehen. Okay, hier gibt es komplette Basisinfrastruktur. Ich hoffe, das Wasser bricht nicht ein. Also es gibt Wasser, aber es ist halt gefroren. Da ist die Frage, ob wir überhaupt Großhäfen brauchen in dem Teil der Kampagne. Wenn alles gefroren ist, könnte das Ding noch jagen. Schmiede sieht lustig aus. Wir kriegen mal alle Upgrades davon. Uns noch kartentechnisch jetzt schon zentrale ausgesetzt zu dem Server, um unsere Reliquien zu bringen. Ich weiß noch gar nicht, was wir genau für welche haben. Aber wir kommen uns ja nochmal drum, dass wir die nach Hause bringen. So, dann haben wir da die Basisinfrastruktur für alles. Und Häuser können wir theoretisch noch aufstellen. Jetzt bin ich mit Häuser auch schon fertig. So, dann brauchen wir hierfür eigentlich mehr Nahrung. Das heißt, wir bräuchten mehr Dorfbewohner, die Nahrung sammeln. Was machen wir denn hier direkt weiter? Können die? Die können aber schon auch Felder anlegen, oder? Ja, können sie. Sonst wird das schon etwas arg anstrengend. Also ich muss meine Zwerge erst noch darüber readyen. Sie mir dran denken, dass ich da... Wunderbar, drei Reliquien drin. Was bringt denn alles? Einkommen Nahrung, Belagungswaffen günstiger, Einkommen Gold. Okay, also sehr viel Wirtschaft. Den Weg haben wir ausgekundschaft, aber da machen wir weiter. Da kannst du die nächsten Reliquien geben. Axtwaffe sind ja, glaube ich, relativ schlichte Einheiten. Ja, mittlere Axtwaffe, mittlere Berserker. Das wäre dann hier... Okay, sogar nochmal ein Held. Kann ich den mehrfach bauen? Anscheinend kann ich den mehrfach bauen. Generiert schneller Gefallen und sammelt Reliquien.
Ja, weil das mit dem Gefallen auch anders abläuft. Und den habe ich dann quasi schon einige. Ja, genau. Also die haben auch alle Namen, das ist sehr schick. Das ist sehr lustig. Ein Haufen Heldeneinheiten. So, ein Nieser später. Das könnte ich doch sicher von der Seite mit Belagerungswaffen angreifen. Wobei, wie kommen wir an Belagerungswaffen? Dazu bräuchten wir dann eine Hügelfestung. Vermutlich. Dazu brauchen wir erst mehr Nahrung. Nahrung müssen wir noch mal zu... Ja, okay. Weil wir können das mit Chiron angreifen, was aber Jahre dauert wahrscheinlich. Bis dein Gebäude kaputt bekommt. Genau, ihr macht hier nämlich weiter mit der Nahrung. Genau, da haben wir noch ein paar Zwerge. Ihr könnt auch das richtig Gold euch kratzen. Okay, das sind normale Wölfe, die überhaupt keine Gefahr sind. Und da gibt es hier erwartet nochmal eine Palisade. Und nochmal ein Wolfi. Okay, aber es war jetzt so gut. Und es geht hier noch und dann will dann schon auf Feld umschwenken, weil das ist ein unglaubliches Elend. Soweit mit der Nahrung weiter zu wandern, so weil wir auch an etwas gefährlichere Situationen wandern. Haben wir eine Reliquie? Oh, Helden regenerieren Trefferpunkte, während sie gegenfalls die Einheiten kämpfen. Den Schrein kann ich so kaputt machen, okay. Da ist sogar noch ein Zwerg mit dabei. Und ihr seid alle fertig, das heißt, wir switchen das jetzt. Ihr kriegt nämlich dann quasi den Wagen. Und ihr dürft alle Felder anlegen. Ja, da gab es nochmal eine Einheit, aber gut, wir knüppeln das trotzdem nieder. Und seit alle drei. So, was haben wir? Frost, Einfrieren und Frostriesen oder alternativ die Flammenwaffen. Aber das ist nur für die menschlichen. Und Angriffszeit erhöhen und wir kriegen Kampf. Ich mag Frost lieber. So. Die haben da gar nicht alle Platz, die Zwerge, so wie es aussieht. Okay, dann haben wir das Zettel damit unterwegs. Er wuselt hier ein bisschen. Wobei, ihr könnt hier den Wald dann auch wegsammeln. Dann haben wir da dann auch mehr Platz. So, hier gibt es doch sicher nochmal irgendwo ein oder zwei Reliquien. Die Map ist da bisher sehr, sehr großzügig. Und da gibt es Gesellschaft. Okay, das ist gefährlich, Gesellschaft. Gruppe 1 muss dafür nach Hause kommen. Die Zwerge halten erstaunlich viel aus. Ich seid halt leider wahrscheinlich nicht stark genug, um die mythischen Einheiten zu schlagen. Das ist eigentlich mein Limit an jeweilig 100 Zwerge. Okay. Okay, ne, das ist überhaupt nicht gut, was sie hier betreiben. Amandra ist wieder mal hinten reingehüpft. Weiß nicht, wie er... Ah, ja, wieder mal. Das ist halt immer dieses typische Tech-Move-Problem, ne? Zumindest haben wir das Zeitalter. Ich könnte die jetzt einfrieren. Ich glaube nicht, dass das so viel bringt. Und zumal unsere Einheiten sich eh darum bemühen, das alles kaputt zu kriegen. Wir können unseren eigenen Frostriesen hier mit einschalten. Der hat dann auch noch ein Upgrade. Dafür brauchen wir mehr Nahrung. Gut, zumindest hat sich damit unser Problem mit den Zwergen gelöst.
Und unten gibt es ebenfalls einen Angriff. Also ja, wir müssen so langsam auch auf Attacken schalten, weil das wird langsam etwas ungemütlich. Das ist unter Kontrolle. Okay, das ist noch unten der Angriff. Gut. Kann ich gerade mal die Quelle aus... Ah, okay, dann bauen wir hier die Quelle quasi und die halt dann in ihre Umgebung. Bleibt die... Wie lange bleibt die bestehen? Oder bleibt die dauerhaft? Das ist natürlich schön, die dauerhaft bleibt. Dann habe ich einen dauerhaften Heal. Okay, Hotkeys wird auch abenteuerlich, wenn man Produktionseinheiten mit drin hat und die nicht auf Kampfbefehl stellt. So, Gold ist eigentlich nicht unser Problem weiterhin. Holz und Nahrung ist noch immer relativ wenig. Aber Nahrung brauchen wir jetzt dann noch 3, 4, 5. Wir können weiter rüber wandern. Da ist noch ein Zwerg, der Gold sammeln darf. Die ganzen Wirtschaftsupgates waren noch gerade noch fertig. Können wir Zeitalter 4 eigentlich auch erreichen? Ne, Zeitalter 4 ist uns gespart. Okay, 3 ist Limit. Trotzdem haben wir da dann mehr Optionen. So, und die Reliquie dann noch da rein. Ich glaube, das ist die einzige, die wir gerade hatten. Und dann machen wir jetzt erstmal Violett fertig. Violett ist am besten isoliert. Und am nervigsten für unser Gebiet. Okay, wir haben hier irgendwie eine Kuh noch zwischendrin abgegriffen. Natürlich haben wir einen Raditier drin. Und kriegt nichts mehr auf die Reihe. Was ärgerlich ist, aber so ist es nun mal. Kommt der Zwerg jetzt nochmal her? Aber gut. 100 würde das Ding kosten. Das Gefühl, wir sammeln immer weniger Nahrung. Ah, okay, wir können die Dorfbahn auf Berserker umrüsten. Weil wir können mit euch schon hier das große Ding hinstellen. Wollen wir aber noch. Was kosten mich Axtkämpfe? Holz, Gold, Nahrung, Gold. Bauen wir da mal einen Satz dazu. Fehlt uns noch ein Dorfbewohner. Wir haben 18 Untätige, das sind unsere Zwerge, die auf der Suche sind nach der nächsten Goldader. Jetzt wisst ihr schon das auch, weil der Wagen gehört zu den Goldarbeitern eigentlich. Die Holzarbeiter hatte ich nur, dass wir da die Goldader ein bisschen freilegen. So, jetzt sind wir abgetendisch auch so ziemlich durch. Die Frage, was sind unsere besten Units? Ich kann einige Frostriesen ausbilden, weiß nicht, ob sie nicht Gold kosten. Und jetzt haben wir noch unser das Belagerungsgebäude. Was gibt es da Tolles? Einen tragbaren Rambock. Und den Huskal, der gut gegen die Fernkämpfe ist. Okay. Dann werden wir doch den ein oder anderen Rambock ausbilden, weil wir müssen durch diese Mauern durch. Wobei das mit den Frostriesen, glaube ich, auch besser wird. Das ist, glaube ich, dann alles Infanterie... Kavallerie, Fernkampfheld. Ich glaube, davon brauchen wir dann ein paar. Sie haben eine ganz andere Einheitenstruktur, das ist schon irgendwie ziemlich lustig. Ich brauche noch mehr Dorfbewohner, die dann Holz sammeln. Das war nämlich auch gerade, dass mir da ein bisschen fehlt. Die Frage, ob wir dann noch einen gegnerischen Angriff quasi abwarten. Ob wir uns dann direkt auf die ganze Thematik stürzen. Zudem haben wir noch dazu zwei Upgrades. Unser Tech Tree ist mehr oder weniger fertig. Wir können nur noch einen Marktplatz anlegen. Ist nicht, dass der noch irgendwas Besonderes beinhaltet bei den Nordmännern. Und wir uns dann auf die Reise machen können, um die Tempel zu zerstören. Ja, Gold läuft. Okay, gut, da kommt der nächste Angriff. Für uns schon mal so weit gut, dass wir dann den Trupp geschlagen haben und direkt auf Attack umgekommen. Jetzt ist unser erster Rambock mit dabei. Okay, dann versuchen wir das mal. Auf jeden Fall ist einiges an Kampfgeschrei los. Einer von euch darf hier und das Ding, darf das Ding bauen. Noch einige mehr Froschriesen ausbilden. Gut, wir haben dadurch tatsächlich dann keinen Glauben für Fähigkeiten.
Aber gut, unsere Fähigkeiten sind einfrieren, Gold erzeugen und Heilungsquelle haben wir eine. So, welcher war der Fernkämpfer? Der war der hier. Jetzt sind wir tatsächlich schon an der okay, wir sind tatsächlich schon mit der Bevölkerung limitiert. Und oh, wow, was ein Timing. Okay, der Rambo kann auch so mitkämpfen, das ist ganz lustig. Er könnte trotzdem da drauf gehen, wenn wir da gerade einen Angriff reinbekommen haben. Wo kommt jetzt? Ah, okay. Von der Seite war mal auch. Never mind, wir werden von der Seite auch angegriffen. Wieso kommen die alle synchron mit ihren Angriffen? Dorfbohnen müssen wieder an die Arbeit. Ihr müsst die Felder bearbeiten. Ihr macht das Holz hier unten. Wir haben ein Haus verloren. Okay, können wir da noch die Upgrades mitziehen. Und die Festung verteidigt auch ein bisschen mit. Und baut mir noch den Marktplatz. Okay, aber dann jetzt müssen wir jetzt ja Zeit haben, mal eins dieser Dinge anzugreifen. Am besten dann Orange auch gleich, dass wir da möglichst schnell etwas Ruhe bekommen. Der Marktplatz macht Marktplatz-Dinge, welche Überraschung. Und Häuser kann ich hier auch mit anderen Einheiten bauen. Also mit den Sammlern hier. Da ist auch immer noch ein Zwerg mit dabei. Ich habe zu viele Zwerge. Zumindest sind wir abgetendet jetzt auch soweit am Limit. Jetzt einmal durch da. Wir sollten eigentlich genügend Feuerpower haben, um das alles zu schaffen. Und das auch. Ja, ordentlich stark. Zu bezwingen. Ja, gut, knüppeln wir drüber. Thema erledigt. Sehr schön. Unser Siegesfeldzug kann beginnen. Interessant, dass hier auch noch sehr viel Außenbereich von der Map ist. Wir beginnen in einem Loch drin sitzen. Ah, okay, wir müssen das Ding einreißen. Okay, der war mit Steinen. Das heißt, der wäre vielleicht auch nicht so schlecht, als Einheit mit dabei zu haben. Dann ist die Festung schon mal down. Ich muss die Einheit nochmal kurz bezwingen. Und dann wird es Zeit, das Ding kaputt zu machen. Irgendwie der Sound hat sich gerne gefühlt. Also es gab einen kleinen Patch. Und gefühlt ist das die Soundbalance halt ein bisschen anders. Oder ist das einfach bei den Nordmännern so? Das kann natürlich auch sein. Dass es speziell die Nordmänner betrifft. So, damit haben wir die Ecke auch abgekundschaftet. Nur noch den Weg auf, dass, falls wir den später vielleicht brauchen, gehe ich davon aus. Und jetzt ist unsere neue Richtung dann einmal zur Heilquelle und dann mit den neuen Truppen geht es direkt weiter. Der ist wieder untätig, ihr seid auch untätig. Und die Goldade ist fast leer. Wow, was für ein Timing. Die Goldade ist direkt in diesem Moment leer. Und damit dann die nächste. Das Gefühl, die sind ziemlich krass im Holz sammeln. Holz sammeln und Gold sammeln, die jetzt Zwerge, wie man sieht, wir sind bei 5000. Habe ich eine Einheit, die relativ viel Gold kostet. Die Großjals, aber ich habe eh keine Bevölkerung mehr frei, ist mein Problem. Und da gehen wir als nächstes dann die Frostriesen an. Dann können wir das Gebiet auch abreißen. Lustig, dass der sich. Die haben eine interessante Fight Range. Das sind wieder wieso kommen hier immer irgendwo Zwerge an, mit denen ich nichts anfangen kann? So, ihr sollt arbeiten. Irgendwo ist noch was und da ist schon wieder einer. Ich baue doch gar keine. So, einmal Palisade. Ah, ich habe noch sogar zwei Einheiten hier einquartiert. Hat gewundert, warum da bin untätig. Ah, cool, da ist der Frost im Einsatz. Einfach mal als ein Eisblock geworden. Die Einheiten sind schon mächtig. Das ist einfach gerade so die Situation von der Mission. Gefühlt hat man mit den Nordmännern nicht ganz so viele Units, aber dafür halt ziemlich starke Units. Zumindest ist das gerade so mein Eindruck.
Erstmal Gebäude 1, Gebäude 2, dann kümmern wir uns um den Rest. Wenn das verloren geht, kann ich das nachbauen, das ist nicht so schlimm. Am Geld scheitert es uns ja nicht. Also der Frost ist schon krass. Der Frosteffekt, wo wirklich der netten, sogar die mythischen Einheit komplett unfähig für alles macht. Ja, damit ist eigentlich nur noch ein Tempel, und zwar der rote übrig. Noch ein bisschen was an Map, die wir da überprüfen müssen. Zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, weitere Reliquien uns gar nicht mehr so viel bringen. Hier gibt es nochmal so ein Hintergebiet, aber ich glaube nur für die Goldader. Das ist nur so eine kleine Nische. Machen wir den Weg noch auf, dann den Weg auf. Und gut, dass wir neue Frostriesen gebaut haben, die können sich hier dann gleich mal um die Erneuten kümmern. Ein Traum. Gut, dass ich so viel in der Bauschleife hatte und ich kann noch mal einen ganzen Schwung in die Bauschleife packen. Weil Ressourcen mangelt es mir nicht. Ja, Glauben ist halt unser Hauptproblem, was das betrifft. Weil die Frostriesen machen hier einen guten Job. So, dann pushen wir voran. Pushen hier mal durch, machen das Dorfzentrum kaputt. Das gehört dann auch, also man könnte Gargrenzes quasi von hinten rein pushen und den Tempel zerstören. Oder wir können den Frontalweg benutzen. Ich hätte nämlich gerne Amanra wieder. Dazu müssen wir aber erstmal durch die Mauer durch. Riesen können wir zwischen in der Armee integrieren. Der Tower muss kurz weg, aber das sollte kein Problem sein. Mein Glauben geht halt komplett für die Units drauf. Das heißt, da ist nicht viel für Fähigkeiten da. Aber solange wir noch Ressourcen haben, ist das jetzt auch nicht so schlimm. Ja, jetzt haben wir auch schon großen Holz. Wie wäre es mit Null? Hier gab es auch einige Truppen von ihm. Also das ist halt das spannendere Fight. Wir hätten notfalls noch einen Frost, falls ich wirklich sehe, dass es ein Riesentrupp, den wir irgendwie aufpassen müssen. Aber das sind alles eher menschliche Einheiten. Ja, schwere Berserker. Ich glaube nicht, dass die gegen uns so viel zu melden haben. Wir wollen endlich mal Gargarenzes persönlich verkloppen. Bisher haut uns ja die ganze Zeit ab. Die kleine Nervensäge. Da haben wir noch eine große Halle. Produktionsgebäude auf jeden Fall loswerden, sonst kommt immer wieder neuer Kram nach. Das Dorfzentrum können wir ein bisschen ignorieren. Das Schaden ist nicht so krass. Auf jeden Fall, dass da wenige Units nachkommen. Tatsächlich, wir sind noch nicht nah genug an der Mannrad dran, dass sie wieder aufsteht. Jetzt können wir das Dorfzentrum kloppen. Erstmal noch Einheiten und kloppen. Irgendwelche Reinforcements? Ne, das ist alles. Der Trupp ist auch erstaunlich stabil. Also die halten schon noch einiges aus. Schon spannend, wie unterschiedlich die drei Zivilisationen konzipiert sind. Von den Atlantern zu den Ägyptern zu den Nordmännern. So, da gibt es dann mehr Produktionsgebäude. Wir kloppen machen. Ja, wir haben mal Manreizentrede mit dabei. Die hat die ganze Mission eigentlich geschlafen. Und dann räumen wir die ganze Base auf. Da hinten den Weg habe ich abgescoutet. Also ich glaube, wir sind sogar mit der Map soweit relativ weit. Ich glaube, meine Netten manchmal einfach dumm rumstehen. Wenn sie laufen in Formation, da sind sie dann immer mega langsam, aber das ist nicht Rüstkammer und das ist ein Haufen Häuser. Okay, und das ist dann Ende Gelände. Gut, dann dürft ihr mal kurz um euch schlagen. Meine Zwerge ist mal wieder fertig. Die sind so krass, was Gold absammeln geht. Nächstes Gold wäre hier. Wow, die haben wirklich kompletten Kahlschlag schon betrieben. In Gebäuden steht nichts mehr. Also wir können den Tempel noch schön umrunden, von allen Seiten die Lage checken. Das ist eine Mannrad mal wieder Schwierigkeiten. Also sie springt auch immer ins Getümmel. Die Musik wird sehr dramatisch. Am anderen noch kann ich mit meiner Kontrollgruppe dran, sehe ich gerade. Ja, ist halb so wild. Ah ja gut, hier müsste man direkt auch durch die Festung durch und dann... Also man könnte dann die Situation im Dorfzentrum vermeiden, indem man da über diesen Weg hinten reinpusht. Das wäre eine Option in dieser Mission. Aber da wir zu diesem Zeitpunkt schon so viel Feuerpower haben, ist es für uns nicht mehr so wichtig. Mal gucken, ob er noch hier was Schönes hat, aber außer Häuser und Dorfbewohner scheint es hier nicht mehr viel zu geben.
Vielleicht das ein oder andere verwaiste Produktionsgebäude. Erstmal darum noch prügeln. Wie schnell die Häuser eingerissen werden. Die halten ja gar nichts aus. So, einfach noch gucken, was das... Aber es ist auch krass, wie viel Dunkelfläche auf der Map existiert. Das ist ein Großteil der Map ist zu. Aber ich glaube, das war unser ursprünglicher Weg, oder? Sieht ein bisschen so danach aus. Bevor wir da zerstreut wurden. Damit, das ist tatsächlich dann auch schon Ende von der Map. Achso ja, es ist wirklich eine Map mit erstaunlich viel Schwarz, wo man nicht scouten kann. Und damit sind wir jetzt hier aber auch komplett erledigt, weil wir haben alles abgerissen, was wir abreißen können. Wir wollen endlich mal Gargarensis loswerden. Der Typ hängt schon viel zu lange irgendwo ab und stellt uns Fallen. Das ist eine richtige Nervensäge. Wir müssen einen anderen Weg finden, um durchzukommen. Wir werden beobachtet. Wo? Wartet hier. Okay, am anderen einfach ohne groß Kontext oder Infos. Läuft einfach weg und damit die Mission zu Ende. Ja, das hat der Anfang für die Domino. Wie gesagt, die Einheiten soweit gefallen mir. Es scheint sehr viel Damage da zu sein und auch sehr viel Tankiness. Mal gespannt, wie sich das dann über die nächsten Missionen entwickelt, weil ich glaube, die Anfangsmissionen von der jeweiligen Zivilisation werden noch ein bisschen einfacher sein. Also bis zum nächsten Mal und ciao.